Näheres bei Ihrem Josko-Partner und auf josko.at. Ich nehme jetzt eine. Gelo Revoice Halstabletten. Lindern Halskratzen, Hustenreiz und Heiserkeit. Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Wenn alle sagen, Werbung interessiert keinen mehr, sagen wir, im richtigen Umfeld entwickelt Werbung riesige Möglichkeiten. Und guter Journalismus ist immer noch das beste Umfeld für Ihre Botschaft. Alle Infos unter kleinezeitung.at/Werbung. Kleine Zeitung. Wirkung entsteht aus dem Zusammenhang. Nachrichten jetzt für Sie auf E3. Inka Pi ist im Studio. Extrem angespannte Hochwassersituation in Kärnten. Unser Reporter meldet sich gleich direkt aus Labermünd. Und auch in Osttirol spitzt sich die Lage zu. Es gilt eine Ö3-Wetterwarnung. Ö3 Nachrichten. Wetter und Verkehr. Um Punkt am Punkt. Es ist 20 Uhr und jetzt heißt es warten auf die möglicherweise bevorstehende Hochwasserflut in Kärnten. Nach den massiven Regenfällen, vor allem in Oberkärnten, wird die Drau in Labermünd wohl über die Ufer treten. Wie viel Wasser es sein wird, ist aber noch unklar. Die Experten rechnen damit, dass die Flut in den frühen Morgenstunden eintreffen könnte. In Labermünd ist Ö3-Reporter Gerhard Petscher. Gerhard, die Evakuierungsmaßnahmen sind jetzt abgeschlossen. 4 Wohnblöcke im Bereich des Drauspitzes, wo also die Drau und die Lavan zusammenkommen, wurden evakuiert. Betroffen sind insgesamt an die 65 Personen. Diese wurden bei Verwandten und in einem Hotel untergebracht. Wie lange sie nicht in ihre Häuser zurückkehren können, ist noch offen. Mittlerweile gibt es auch neue Berechnungen über die Durchflussmengen hier in Labermünd. Diese besagen, dass die Durchflussmenge der Drau sich knapp unter 2000 Kubikmeter pro Sekunde einpendeln könnte. Vor 6 Jahren, als der komplette Marktplatz geflutet wurde, waren es über 2400 Kubikmeter pro Sekunde. Der Pegelstand der Drau betrug damals 6,85 Meter. Normalerweise hatte Drau in Labermünd einen Pegelstand von rund 2 Metern. Die Flutwelle wird auch länger dauern als geplant, also mehrere Stunden andauern. Das Lesachtal ist bereits von der Umwelt abgeschnitten und aufgrund der heftigen Regenfälle und der starken Windböen hat die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner vor kurzem die Bevölkerung in Osttirol dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Zudem ersucht sie Uferwege und Brücken nicht mehr zu benutzen. In Osttirol und zwar in Nikolsdorf ist Ö3-Reporterin Helena Fröhlich. Vor allem betroffen von den großen Regenmengen ist der Süden Osttirols, also Richtung Kärnten bzw. schon an der Grenze zu Kärnten. Hier in Nikolsdorf wurde heute schon eine Straße zur Gänze geflutet. Das Wasser kommt vom Berg und läuft direkt durch den Ort. Den Einsatzkräften und vielen Bewohnern steht also eine sehr intensive, aber auch besorgniserregende Nacht bevor, vor allem, weil auch noch ein großer Sturm angekündigt wird. Wie sich die Hochwassersituation auf Ihre Strecke auswirkt, hören Sie gleich im Anschluss im Ö3-Verkehrsservice. Bei einem Flugzeugabsturz in Indonesien sind vermutlich alle 188 Insassen an Bord ums Leben gekommen. Die Boeing 737 der Billigfluglinie Lion ist wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen der Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Die Fluggesellschaft geht von einem technischen Problem aus. Die Maschine war erst 2 Monate alt. Und nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh mit 11 Toten und der Serie von Briefbomben an seine Kritiker sieht sich US-Präsident Trump weiter mit Vorwürfen konfrontiert. Die jüdische Gemeinde in Pittsburgh beschuldigt Trump wörtlich, die wachsende weiße nationalistische Bewegung ermutigt zu haben. Trump weist die Vorwürfe zurück und macht neuerlich die Medien dafür verantwortlich, Hassgefühle zu schüren. Und wir kommen jetzt zum Wetter. Es ist kritisch, wie berichtet Alois Holzer, eine Ö3-Wetterwarnung gilt. Bis etwa Mitternacht nun der heftigste Regen. Akute Muren- und Hochwassergefahr jedoch bis morgen früh am Tiroler und Salzburger Alpenhauptkamm, in Osttirol sowie in Oberkärnten und die Drau und die Karawanken entlang bis nach Unterkärnten. 3 aktuelle Pegelstände als Beispiel. Die Möll bei Möllbrücke jetzt bei 2,90 Meter und steigend. Die Drau beim Kongress in Villach 7,60 Meter und stark steigend. Und die Gail bei Hermagor jetzt 5,30 Meter und ebenfalls weiter steigend. Die obere Gail und die obere Möll erreichen jetzt beinahe schon ein 30-jährliches Hochwasser. Außerdem eine Sturmwarnung für den Alpenbereich und für Südösterreich. Bis morgen sind hier vereinzelt Böen von mehr als 100 km/h möglich. Es können weitere Bäume umstürzen und Stromleitungen unterbrochen werden. Der Ö3-Ausblick.
Morgen lassen Regen und Sturm nach. Nördlich der Alpen und im Osten scheint zumindest zeitweise die Sonne. Höchstwerte von West nach Ost 6 bis 20 Grad. Und anschließend der schnellste Verkehrsservice Österreichs auf Ö3, Christoph Danninger. Wegen der Unwetter sind weiterhin viele Straßen gesperrt, vor allem in Kärnten und in Osttirol. Die B100, die Trautalstraße, ist zwischen Lurnfeld und der Grenze zu Osttirol für den Durchzugsverkehr gesperrt, sowie auch zwischen Mitterwald und Tal. Gesperrt sind weiters der Leubelpass auf der B91 sowie der Bereich Kirchenteuer-Unterbergen, die B81, die Bleiburger Straße abschnittsweise zwischen St. Michael und Labermünd, sowie die B111, die Geil Talstraße an mehreren Stellen zwischen Tassenbach und Kötschach. In Niederösterreich auf der B8 Angener Straße bei der Auffahrt zur S1 nach wie vor Sperre nach einem Unfall im Kreisverkehr. Weichen Sie am besten über Rasdorf aus. Und eine Grenzwartezeit kurz nach Suben auf der deutschen A3 Richtung Passau warten Sie 10 Minuten wegen der Grenzkontrollen. Treffpunkt Österreich präsentiert von der Bundesinnung Bau. Die Baulehre, ein Job mit Zukunft und digitalen Lernmethoden. Hier ist Ö3. Conchita! Ich bin ein großer Fan von Conchita und ja, ich liebe sie. Diese Frau verdient nur ein Wort und das ist Respekt. Österreich. Österreichische Musikerinnen und Musiker. Jeden Montag live. Heute Conchita, Sängerin, Moderatorin und Fashionmodel. Wir reden ein bisschen über meine Österreich-Tour und ja, und was die Zukunft so bringt. Da habe ich auch was zu sagen. Treffpunkt Österreich. Conchita, live bei Benny Hörtnagel. Einen schönen guten Abend noch einmal. Einen wunderschönen guten Abend, Benny. Wie fühlt es sich an bis jetzt? Hervorragend, ich finde, das ist der leichteste Job. Ich habe mir hier schon mein Büro aufgebaut, ich ziehe ein. Du hast Nüsschen, du hast ein Bier. Ich habe Nüsschen, ein Bier. Der Cola. Alles. Radiomoderator. Ist super. Gefällt mir. Das gefällt mir. Soll ich dir noch beibringen, wie man hier die Knöpfe drückt? Na, nicht heute. Vielleicht im Laufe der Tage. Startet eine neue Karriere heute. Conchita, live aus Ö3. Es ist die 30. Ausgabe, müssen Sie wissen, vom Treffpunkt Österreich. Die 30. heute. Die 30. Ja. Ist das ein Zufall? Ist das ein Zufall? Ich weiß es nicht. Es dauert noch eine gute Woche, 6. November. Dann wird Conchita 30. Ja. Hast du mittlerweile schon Pläne für deinen Geburtstag? Für meinen tatsächlichen Geburtstag nicht. Es sieht immer noch komplett so blank. Naja, ich feiere meinen Geburtstag bei jeder Gelegenheit. Schon seit Jänner. Aber an meinem tatsächlichen Geburtstag meine ich, dass ich jetzt etwas zu tun habe. Somit eher mit Arbeit verbunden. Aber ich feiere und zwar am 8. Dezember mit einem großen Konzert im Museumsquartier in Wien. Halle ja. E. Bitte kommen Sie. Das wird sehr super. Über die Tour werden wir noch ausführlich sprechen heute Abend in dieser Sendung. Hast du irgendeine 30er-Krise oder irgendeinen Zustand, Freude? Ich freue mich so über meinen 30. Geburtstag, weil es eine Party ist. Es eine Party ist und meine Freunde endlich die Relevanz meines Geburtstages so wahrnehmen, wie ich das jedes Jahr tue. Nämlich das Größte überhaupt. Endlich sind geheime WhatsApp-Gruppen, ich werde aus dem Raum geschickt, die darf nicht mehr da sein, sie machen geheime Treffen und ich finde, jedes Jahr gehört so ein paar Höhepunkte um meinen Geburtstag. Der 30. Geburtstag. Ist auch Zeit, mal zurückzuschauen. Ich frage dich gleich nach deinen 3 absoluten Conchita-Highlights in den letzten 4 Jahren. Okay. Ja? Kannst schon mal nachdenken. Und jetzt Firestorm. Conchita. Heute Abend im Treffpunkt Österreich auf Ö3. Love is like a potion. It's a chemical. So lead me to the water like an animal. But you can never hold me. I can never hold you down. And I can't get enough. My heart is a firestorm, and all that I needed was your flame. And now that you're gone, I'm the dog.
is like a river. Let me drift away. Skin on skin, don't wake me up again. Firestorm, Conchita auf E3 am Montagabend. Die Zukunft wird in etwa so klingen, oder? Also ein bisschen tanzbarer. Es wird tanzbarer, es wird elektronischer, weniger wie Firestorm, aber ich meine nicht weniger unterhaltend. Was heißt das? Achso, was das heißt? wann mehr kommt, Informationen. Fans wollen wissen, ja, wann kommt, es gibt jetzt dieses Symphonica-Album, ja. Wann kommt dieses neue Album mit diesem neuen Stil? Mit diesem neuen Sound. Geplant ist das erste Quartal nächsten Jahres. Das heißt, wir sprechen früher, ja, loch nicht. Wie ich emotional weiß, ist das erste Quartal? Das erste Quartal nächsten Jahres. Ja, es gibt noch keinen Termin, aber es gibt einen Zeitraum, in dem es stattfinden wird und ich komme heute gerade aus dem Studio. Also ich bin sehr fleißig und neben Songs entstehen Visual-Konzepte, Videokonzepte, wie ich ausschauen werde, etc. etc. Ich mache mir da ein, zwei Gedanken dazu. Okay, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Die Vergangenheit hat einen Song-Contest-Sieg gebracht. Ja. Auftritte in der Oper von Sydney zum Beispiel, Blumen von Elton John, Celine Dion kennengelernt, am Laufsteg für Jean-Paul Gaultier, Moderation, Eröffnung, Wiener Festmachen, Liveball, Amadeus, überdimensionale Werbung am Times Square in dieser großen Stadt in Amerika. In New York. Was waren denn deine drei Highlights? Also die waren da schon dabei, vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eingeladen zu werden, um in offizieller Funktion über Menschenrechte zu reden, das war schon überirdisch und da ich glaube spätestens da hat meine Mama checkt, okay, das ist doch was Gescheites. du hast es eh erwähnt, in Sydney mein erstes Orchesterkonzert zu spielen, dann nicht allzu lange Zeit in Wien im Konzerthaus mit den Symphonikern, es ist, meine Karriere hat immer wieder so unglaubliche Meilensteine, wo ich mir dann denke, wie passiert mir das immer und ich bin ja sehr dankbar. Und man hat so das Gefühl, es gab gar keine Tiefpunkte irgendwie in den letzten 4 Jahren, aber die hat es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, sehr wohl gegeben auch, oder? Naja, natürlich läuft nicht alles total reibungslos und das Leben ist halt voll Bewegung und die gab es auch bei mir. Es gab intensive Zeiten, die schwierig waren, aber die waren auch wichtig, um dazu zu lernen und nicht zuletzt auch meine Stimme zu finden, gerade auch was den neuen Sound anbelangt. Ja. Einer meiner großen Conchita-Momente war am 16. Juni 2014. Was haben wir da getan? Da waren die Rolling Stones im Happelstadion für ein Ö3-Konzert und Mick Jagger meinte dazwischen irgendwann mal, sie hätten versucht, diesen Song Rise Like a Phoenix einzustudieren. Rise Like a Phoenix.
Schnittblätzer. Schnittblätzer, sagt er. Aber sie haben sich dann doch für einen Stones-Klassiker entschieden. Also, Mick Jagger kennt sich voll aus in deiner Welt. Wie arg ist das? Das habe ich nicht gewusst. Nicht gewusst? Nein. Jetzt weißt du's. Satisfaction auf L3. I can get no satisfaction. Open door, yeah. Please open
my heart feels so bad. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Ist schon wieder so traurig, dieses Lied. Ja, ist es. Moby, why does my heart feel so bad?